Heute wird eine Auffahrrampe gepimpt. Das Problem: Das Rad steht vorne und hinten begrenzt in der Hebeschale. Da dies aber nicht mittig zum Hydraulikstempel und der Radachse, also dem Schwerpunkt ist, verbiegt sich der Teller und die beiden Führungsstangen beim Anheben. Die Lösung: Das vordere Winkelprofil wird oben entfernt, indem die Schweißstellen aufgetrennt werden. Mit einer dünnen Trennscheibe und einem Winkelschleifer, einem Dremel bzw. einer kleinen abgenutzten dünnen Trennscheibe, um auch in die Ecken zu kommen. Das gelöste Winkelprofil dann an der Unterseite des Hebetellers neu anschweißen, ohne das Profil würde der Teller wohl zu labil sein. Das Profil stört an der Unterseite nicht. Nun fluchten auch beide Löcher für die Sicherungsstifte beim Anheben, das Rad vom Wagen muss dann dazu natürlich auch direkt über dem Hydraulikstempel stehen. Selbst ganz ausgefahren steht es gerade, was man hier unten schon erkennen kann, Problem und Lösungsidee 2. Zum Hochpumpen ist kaum Platz, um die Hebelstange zu betätigen. Die Lösung: Eine Winkelhebelstange. Damit hat man einen fast 100% Hebelweg. Am Ende eine M10-Mutter eingelassen, diese auf 10 mm aufgebohrt und Schlitze gefräst für das Ablassventil, aber auch rastend für die Pumpe.